sich mental auch jetzt drauf vorbereiten. Ich will heute dieses Spiel beenden. Ich habe schon gesagt, ich werde 4, 5 Stunden jetzt probieren. Wenn es dann nicht klappt, dann mache ich mit Mimiktier oder so. Ich will wieder mein normales Leben zurück. Ich will nicht mehr hier sitzen wie so der Plauzenbäcker. Ey, ganz ehrlich, es wäre gelungen, wenn ich sagen würde, ich will nicht mehr Elden Ring spielen. Ich will immer Elden Ring spielen, aber ich will nicht mehr dieses Damoklesschwert von Radahn über mich schweben haben. Dieser Druck, dieses. Ah, ich will das endlich aus dem Weg. Ich will endlich wieder am Schreibtisch sitzen und es browsen können und neue Spiele spielen können. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne zocken würde, die mich jetzt hier mit Elden Ring seit Jahren hält mich das auf. Heute muss es passieren. Ich war schon oft in der zweiten Phase, allerdings habe ich jetzt ja wieder eine Woche lang quasi nicht trainiert. Das heißt, ich fange wahrscheinlich wieder von vorne an. Ich hatte das letzte Mal, als ich gegen Radahn gespielt habe, als ich den zum ersten Mal bekämpft habe, sozusagen in der ersten Session, da hatte ich das Gefühl, der ist machbar. Natürlich Sack schwer, dies, das, Ananas, aber ich hatte dann irgendwann mein Setup gefunden. Ich habe sehr viel rumprobiert. Mit was ich mich am wohlsten fühle. Ich habe es mit Parries versucht, ich habe dies, das versucht. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Setup gefunden, das funktionieren könnte. Aber jetzt sind natürlich die ganzen Patterns schon wieder so halb vergessen. So, da muss man jetzt natürlich erstmal wieder reinkommen. Ich schätze mal, jetzt brauche ich erstmal eine Stunde, um überhaupt klarzukommen. Und dann muss man auch immer ein bisschen Glück haben und ja, keine Ahnung. Ja, was soll's. Laber mir nicht lang um Preis, sondern komm. So, Leute, nach kurzer Abstinenz. Oh, ich glaube, Nikola müsste mich spiegeln, oder? Ja, guck, kaum sage ich's, wird die Transformation abgeschlossen. So, haha. So, das ist das Setup, auf das ich mich wohl offensichtlich geeinigt habe. Und zwar könnte man tatsächlich aber noch mal kurz gucken. Wir haben hier nämlich noch kein. Wir haben Heavy Great Sword. Aber wir können natürlich auch Bleed drauf machen. Zum Beispiel. Wir können hier noch ein bisschen tweaken. Gucken wir mal, wenn wir hier Bleed drauf machen. Die Frage ist ebenfalls, was ich mich frage, Leute. Ach Mann, ey. Was ist denn jetzt los? Hätte das nicht vorher passieren können? So, was ich mich noch frage ist, ich habe ja die Möglichkeit, da das jetzt der letzte Fight in diesem Spiel ist, frage ich mich, ob es nicht Sinn macht, nochmal umzuskillen. Brauche ich die 70 in Dexterity wirklich? Oder sollte ich die nicht lieber in Arcane stecken für geileren Bleed-Effekt? Jetzt ist der Moment, wo man nochmal umdingsen kann. Allerdings nimmt mir das natürlich Flexibilität mit anderen Waffen. Lass mich mal gucken, was hat denn das eigentlich? Scaling mit Arc und Strength. Wisst ihr was? Welche Waffen mit Dex würde ich denn überhaupt spielen? Blasphemous Blade braucht kein Dex. Käme in Frage. Es käme noch in Frage für den.
Ich mich doch mit. Das sind ja alles keine Deckswaffen. 13. Ich sag euch, ich brauche kein Deck so hoch. Ist eigentlich Quatsch, so viel in Decks zu stecken. Wenn ich eigentlich keine richtige Deckswaffe benutze. Außer der Milady. Warte mal. Rakshasas hat Deck 27. Okay. Rakshasas, nicht Rakshasas. Das ist die einzige Waffe, die ich tatsächlich auch gerne nutze. Aber die nutze ich nicht gegen Radan. Die nutze ich nicht gegen Radan tatsächlich. Die nutze ich nicht gegen Radan. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das. Wenn es scheiße ist, kann ich ja immer noch zurückskillen. Oder? Vielleicht stecke ich noch ein bisschen was in. Ich bin auch. Ich bin auch heavy. Heavy Roll. Nee, ich bin nicht Heavy Roll. Ich bin nicht Heavy Roll. Alles gut. Allerdings muss ich dafür auch einen Talisman opfern, dafür, dass ich nicht Heavy Roll bin. Was schon wieder nicht so geil ist. Weil eigentlich würde ich gerne. Was ist mit dem? Heavy? Heavy, 61, 80, 86. Was ist besser? Stamina-Talisman und dafür ein bisschen weniger Rüstung? Natürlich auch eine sauschwere Rüstung an hier mit der Beast Champion. Vielleicht. Was hat die? 16,4? Weil 16,4 ist gar nicht so schwer. Das ist schon schwer. Sorry Leute, ich muss mal ganz kurz, das ist jetzt hier die finale Präparationsphase, da muss natürlich alles stimmen. Wir haben jetzt hier 72 Physical, wenn ich auf eine leichtere gehe, sind wir immer noch im 70er Bereich, ja, ist doch alles in Ordnung eigentlich. Kann man doch auch. Was macht der für Attacken? Lightning, ne? Ne, Holy macht der. Macht der Holy? Ich glaube, ist es Holy Damage? Holy Fire ist das, glaube ich. Fire Knight ist eigentlich eine gute Rüstung. Müssten, was ist denn, wenn ich auf Fire Monk? Nur mal zum Sehen, ob ich dann überhaupt. So wäre ich Madload. Achso, wir wollen ja dafür den Talisman. Okay. Poise 49, das geht gar nicht. Wir müssen mindestens 51 haben. Das ist also keine gute Wahl. Hier haben wir 52, 48, da ist schon Heavy Load. Ja, ist nicht viel Spielraum, aber hier, Relanas Rüstung, 51. Ich würde mich sicherer fühlen mit 52, tatsächlich. Aber Relanas Rüstung ist vielleicht. Ja, das ist alles zu schwer. Hier ist was mit 52, Mausoleum Knight Armor. Holy shit, sieht das scheiße aus. Das kann ich nicht bringen. Das bringe ich nicht übers Herz.
Was haben wir noch was mit 52? 51, da ist noch was mit 52. Ach, das ist die Altered-Version. Ja, ey, was ist denn das für ein komischer Kopfschmuck da? Das kann man doch nicht anziehen. Das ist Winnetou, ey. Das geht nicht. Bringe ich nicht. Aber hier wird's schwer mit... Ah, da war noch was. Da wird's schwer. Komm. Wir nehmen... Blades Armor. So, ich weiß, es ist Heavy Load, aber wartet. Wir können ja auch noch in anderen Bereichen was machen. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Fokus hier können wir so. Okay. So. Haben wir Heavy. Ah, is it thy whip? Ja, ja, bla bla. Rebirth. No. So, also wir bleiben erstmal hier. 60. So. Hier würde ich auch nicht zu viel verändern erstmal, weil die Lion's Claw schon viel kostet. Endurance gehen wir auf 35. Strength. Gehen wir auf 80 über Softcap. Dex lasse ich hier erstmal. Die anderen Sachen mache ich wie geplant. Warum habe ich denn Faith 30 eigentlich? So, und dann gehen wir in Arcane rein. Gucken, wie viel wir kriegen. 70. Sounds good. Strength Arcane Build. Sounds good. Der Rest bleibt. Wir haben ein bisschen mehr Endurance für Weight. Ich glaube, damit... Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas verpeilt wegen Dex. 15 Dex. Komm. Now a sweeting full for my thanks. Okay. Jetzt zurück zu Rodan. Welcher ist denn das hier, der? Nee. Der? Welcher ist das, der? First Rise? Der? Ich raff's immer nicht. Der. Ist es der? Nein, natürlich nicht. Der? Ja. So. Jetzt haben wir nämlich die Fast Roll mit 54. Stamina. Und wir müssen jetzt auch eigentlich... Guck mal, jetzt haben wir 165 Blood Build Up. Damage Technik hat es eigentlich nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Es hat sich, man sieht aber jetzt hier, es hat sich ein bisschen verschoben. Was jetzt am meisten Damage macht. Ja, das Blasphemous Blade macht jetzt natürlich richtig wenig Schaden wegen dem Dex. Mhm.
bin unsicher. Aber jetzt probieren wir es mal so, oder? Ist genug der... Genug der Theorie. So, jetzt erstmal wieder reinkommen. Ist klar, ne? So. Wir wollen... Waffen. Let's go. Erstmal reinkommen, Freunde. Man hat nicht viel Zeit für den Stagger. Da ist er. Ich muss relativ schnell machen und da ist schon die zweite Form. Guck. Oh, shit. Langsam. Ach, come on. Alter, schon die Hälfte down, Alter! Das darf allerdings nicht nochmal passieren. Fuck. Alter, aber das war schon nicht so ein schlechter Try, Leute, nach einer Woche hier. Der Grab, den habe ich komplett vergessen. Also, sein Poise-Balken. Moment, die Waffe ist nicht auf 25? Tatsächlich, Leute. Also. Das Ding ist, der Poise-Balken von Radahn lädt sich, glaube ich, innerhalb von 6 Sekunden wieder auf, wenn du keinen Schaden machst. Das muss man wissen. Das heißt, um ihn... Ach, ich habe keinen Kohl. Um ihn zu staggern, müssen wir ihn quasi 3 bis 4 Mal Lion Claw oder Jump R2 Attack oder so innerhalb von 6 Sekunden machen. Also es lädt sich dann natürlich immer wieder auf, die 6 Sekunden. Aber sobald wir 6 Sekunden kein Damage machen, ist sein Poise wieder voll. Und das wollen wir nicht. Sowas weiß man durch kluge Recherche. Ich hab's gezählt, abgetimed. Ach ne, was wollte ich? So, das ist also schon mal klar. Das heißt, man hat es eben gesehen, ich wusste, dass mit meiner 4. Sprungattacke er gestaggert ist, deshalb konnte ich das Risiko eingehen. Und dann haben wir eigentlich die erste Phase schon durch und dann gehen wir eigentlich mit 10 bis 11 Flasks, gehen wir eigentlich in Phase 2. Das ist der Plan. Komm, mach deine dumme Drecksattacke. Ja, macht er gar nicht, okay. Okay, jetzt hast du mich erwischt. Ihr seht, ich Blutforce. Jetzt schnell. Und da ist der Stagger. Das war eine knappe Kiste.
wie wir sehen. Dass es dann zu lang dauert. Ja, okay. Habe ich einfach alle kassiert. Zweite Phase fehlt mir natürlich jetzt noch so ein bisschen Erfahrung. Aber erste Phase, glaube ich, funktioniert so. Natürlich ein bisschen dumm, dass ich so viel Energie verloren habe, aber ich werde es eh nicht überstehen, ohne Energie zu verlieren. Also ist es eigentlich nicht so wichtig, weil ich eh vermutlich einen Doppelschluck nehmen muss. Problem ist, dass ich dann zu lange brauche, um aus der Gefahrenzone rauszukommen. Das darf natürlich nicht passieren. Und der Sprungattacke. Da ist der Stagger. Vielleicht ist auch wieder ein Doppelschluck. Und das ist die eine Sekunde, die fehlt. Ich heile. Ich block lieber. Okay, die Attacke ist zu dumm. Zu dumm, sagte ich. Warum fokussierst du ihn nicht an, Mann, ey? Das nervt, der war nicht im Lock-on. Deshalb habe ich überhaupt nur, wurde ich überhaupt nur gegrabt. Ich muss auch zurückschlagen. Ja, fick dich, ey. Ich bin schon mal froh, dass diese erste Phase jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich könnte, wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt schon den Mana-Schluck. Dann kann ich mir den sparen und vielleicht diese eine Attacke. Lecko! Muss ich zur Seite rollen? Verdammte verzögerte Attacke mit Area Damage. Ich gehe sogar so weit. Passt mal auf, ich mache noch was. Ich mache noch eine Veränderung. Ich mache noch eine Veränderung, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es dumm. Wir werden es sehen, ob es dumm ist. Dadurch, dass ich Mana, ich verliere eine halbe Mana-Flasche am Anfang. Ich habe das Gefühl, vielleicht reichen mir 11 Heilflaschen. Vielleicht brauche ich aber auch nicht 3 Mana. Wir werden es sehen. Das ist gerade schwer für mich abzuschätzen. Aber dadurch kann ich jetzt hier eine Flask benutzen. Und habe trotzdem noch genug für im Kampf nachzufüllen. Zweimal die Lion's Claw ist schon eine meiner wichtigsten Attacken hier.
Okay, das hat überhaupt nicht geklappt. Ja, es ist gar nicht so schlecht, jetzt den Stagger zu haben. Kostet trotzdem wieder zu viel Mana. Aber hier kann ich die Mana einfach nehmen. Das Attacke, wissen wir. Voila! Alter! Du Stück Scheiße, wirklich Radahn, ey. Boah, mein Herz, ey. Der hat so viel unterschiedliche Attacken, es ist wirklich albern. Aber ich kann wieder zurückskillen, weil ich habe einen Weg gefunden. Ich kann. Was kann ich denn? Zwei reichen. Was habe ich eigentlich in der Mixed? Ja. Das ist eigentlich schon die richtige Variante. Schön defensiv. Damage mache ich genug, ob es dann ein oder zwei Treffer mehr sind, ist nicht so entscheidend, wie dass man länger lebt, meiner Meinung nach. Das ist meine beste Erfahrung gewesen, schon bei Mesmer. Man neigt dazu, immer alles in Offensive zu stecken. Aber ich glaube, manchmal ist Defensive die bessere Herangehensweise. Was ausprobiert, hat direkt nicht geklappt. Okay, chill, Eddie. Chill, entspann dich. Du musst es entspannen. Du darfst nicht verkrampfen in diesem Kampf. Du musst entspannt sein. Du musst chillen. Du musst bei dir sein. Du musst dein Ding machen. Mach dein Ding. Nein, das war dumm. Okay, das kann ich direkt nochmal. Nee, die kann ich natürlich. Das war. Nee, das geht nicht. Das war dumm leider. Komm. Ah, das ist halt scheiße. Das resettet auch, glaube ich, sein Counter. Das kann ich eigentlich schon direkt aufgeben. Wenn er die Attacke direkt am Anfang macht. Das ist richtig scheiße. Ja. Das ist natürlich ein bisschen Pech. Das ist die einzige Attacke, die ich nicht direkt am Anfang will. Weil wenn er in die Luft geht, wird sein Stagger-Counter auch resettet und dadurch ist die gesamte erste Runde ein Driss. Auch scheiße, dass er den Move nicht macht. Aber gut. Ach, come on, ey.
Das ist einfach lame. Ja. So ein Held, Radahn. Niemand ist so geil wie du, Radahn. Mann! Du hältst dich nicht an unsere Absprachen. Wir hatten es klar choreografiert. Bro. Sogar mit einem Heal hin. So, dann wenn wir aus dem Kreis raus sind, machen wir den Dings. Jetzt kommt die dumme Attacke. Und ich hab verpennt. Komm schon! Das wäre voll in die Fresse gewesen. Lecko. Phantombär. Und dann ist der Fokus auch immer weg. Geil, Fokus weg. Ja, was willst du machen, wenn die Scheiße nicht Lock-on macht? Das ist so ein Dreck. Das wäre ein guter Try gewesen, wenn der scheiß Lock-On nicht weg gewesen wäre. Oh, FromSoft, manchmal würde ich euch wirklich gerne einen Zungenkuss geben. Ich euch so liebe. Das wäre ein guter Try gewesen, Leute. Wenn ich da nicht den Lock-On nicht gehabt hätte. Nicht gehabt hätte? Nicht gehabt hätte. Boah, ich zitter, ne? Es ist unfassbar. Egal, wie sehr man sich vornimmt, ist, dass man cool ist. Es ist wie das erste Date mit irgendjemandem. Bleib doch cool. Zitterst du doch. Double. Schwupp. Geil. Schnell. Attacke. Wichtig. Da. Bitch. Und Lion's Claw, komm! Nein! So, viel gerollt. Oh, eine Rolle zu viel. Panic Roll. Scheiße. Das war genau die eine Rolle. Es ist so perfekt getimed in diesem Kampf. Wenn du einen Fehler machst, bist du tot. Es war eine Rolle zu viel, weil ich die Attacke nicht genau wusste. Wusste nicht, ob noch ein Schlag kommt. Dann kam kein Schlag. Ich habe aber noch die Rolle gemacht. Und das war genau der Frame, der gefehlt hat für den Schluck. Scheiße. Ja, das wird.
Scheiße. Rap. A thousand-year voyage guided by compassion. Ey, das ist so mies, ey. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wahrscheinlich den meisten schon, aber vielleicht einigen nicht. Ey, ich zitter so, ne? Das ist so krass. Das sind nicht Radahns Haare, sondern Mikellas Haare. Der sitzt ja auf seinen Schultern. Diese Dreckshaare machen es übrigens nicht einfacher, die Übersicht zu behalten. Mann, schlag doch zu, du Nulpe! Mann! Wie scheiße kann's denn eigentlich laufen? Sehr scheiße. Ja, es ist halt einfach kacke, wenn's nicht klappt. Dann ist die ganze Taktik und der ganze Bild ist am Arsch, wenn's nicht klappt. Man muss auch dazu sagen, das ist NG Plus Radar, ne? Er hat ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Damage, soll keine Ausrede sein, ich bin ja auch hoch im Level. Same. Oh, du Lackpimmel, ey! Er schlägt nicht zu, was soll ich machen? Mit Schild soll er leichter sein, ja gut, aber wir haben ja alle noch ein bisschen Stolz, ne?
Pimmelpinsel. Lackbär, du. Glücksbärchen. Seine Mutter, ey. Alter. Es ist so wild, was er da macht. Es ist einfach so wild. Es ist so wild, diese Attacke. Huch, wieso ist der jetzt direkt vor mir? Damit habe ich nicht gerechnet. So ein Scheißkampf, wirklich. Man rafft überhaupt nicht, was einen trifft in der zweiten Phase. Das nervt. Das finde ich eh im DLC bei den meisten Bossen irgendwie. Relana war geil, weil da weißt du, warum du getroffen wirst. Du weißt einfach, okay, das war der Schlag, den habe ich gefangen. Aber bei dem hier, bei der zweiten Phase, ist es einfach nur noch ein Effektfeuerwerk an Schlägen und Schatten und Wirbeln und man weiß überhaupt nicht, was passiert, ey. Was? Wieso ist er nicht gestaggert, du Lappengesichtiger, ey? Och Mann. Na. Alles ist scheiße. Nein, falsche Flast aus Nervosität. Alle Mana-Flast zerballert. Aber den Fuß habe ich noch erwischt. Wenn ich meinen Mana-Flast zerbraten habe.
Gott im Himmel, ey. Ja gut, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Dass er jetzt eine ganz andere Attacke in der zweiten Phase als erstes macht. Damit habe ich nicht gerechnet, das gebe ich zu. Nicht getroffen hab den einen. Ich sag ja, es klappt nur perfekt, wenn alle hitten. Natürlich könnte ich auch mal ausweichen oder blocken, aber nee. Warum eigentlich nicht? Ja, weil ich keinen Bock hab. Ja, aber würde das nicht die Überlebenschance erhöhen? Ja, vielleicht. Aber dann muss ich an eine Sache mehr denken. Da habe ich keine Lust drauf. Es ist so schlimm, an eine Sache mehr zu denken. Ja, manchmal schon. In solchen Situationen, keep it simple. Ja, gut, wenn du meinst. Ja, diese dumme, verzögerte Attacke, die kannst du auch direkt unter die Kimme reiten. Ja, natürlich hebst du da noch ab. Klar, ist ja die geile Attacke von dir, ne? Wissen wir ja. Ja, tschüss. Genau in der Ecke das zu machen, ist eine super Idee. Du sackgesichtiger Pimmelbär, ey. Und wieder nicht getroffen. Das wird schon nichts, weiß ich jetzt schon. Ja, zweimal nicht getroffen. Was willst du machen? Albern! Jesus! Scheiße.
Nein, ich war doch weg. Da sieht man ganz gut, dass es ihre Haare sind. R2 dahinter. Hat zwar getroffen, aber ich habe halt mit meinem Leben bezahlt. Ja, mit Great Rune versuchen ist so ein Problem. Ich habe nicht viele Great Runes. Ja, 24. Ups. Man könnte es tatsächlich, aber es ist eigentlich Verschwendung. Die hätte man zum Beispiel viel häufiger im DLC anbieten können, meiner Meinung nach. Alter, die dummen Spackos, die da ihre Signs direkt hinlegen, sodass man sich nicht buffen kann. Oh Mann, es nervt. Was? Im Leben nicht. Nee.
promise you a 1,000-year voyage guided by compassion. Wieso er nicht staggert, weiß auch nur er. Er weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er hätte schon längst mal, es war knapper, als es aussieht. Es war eine Heavy Attack vor einem Stagger. Der Stagger hätte ihm dann nochmal ordentlich was weggenommen und dann wäre es ein Kampf auf Messerschneide geworden. Fällt gerade auf, ich glaube, ich habe dadurch, dass ich Arcane habe, muss ich da nicht auf Okkult gehen? Warte mal, ich will nochmal gucken, was das macht. 400 plus 480. Ja, keinen großen Unterschied. Ah, ein bisschen. Ah, nee, aber dann ist Blatt weg. Oder? Ja, das macht keinen Sinn. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich schon überhaupt einmal Blatt getriggert habe. Geprockt. Das Schwert ist zu langsam für Bleed? Nee, das Schwert ist nicht zu langsam für Bleed. Das ist Quatsch. Mann, ey. Diese Dreckskombo geht mir so auf den Sack. Die erwischt mich immer. Wie viel sind das? 4 plus am Ende zur Seite. Diese Mikela-Rune überhaupt was bringt, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Thank you.
zu schnell, diese Drecksattacke. Nein! Was? Das war eigentlich ein guter Try. Was hat mich denn da schon wieder gebumst jetzt? Ein Stagger, glaube ich, hat noch gefehlt, ey. Eine Heavy. Aber mal diese Mikaela-Rune, irgendwie fühle ich die nicht. Machen wir mal mehr HP, vielleicht ist das geil. Den Unterschied macht. Manchmal macht es den Unterschied. Manchmal, wir wissen alle, wie oft wir schon mit einem Putzel Energie überlebt haben. Nein, wenn er trifft, ist der Stagger da. Dann wird ihm der Stagger gezogen, Alter. Ach du Sausack. Jetzt macht das doch. Zu schlagen, Leute! Nein! Alter, diese Unendlich-Kombo, ey. Fick dich doch! Das war gar nicht so schlecht mit der Mehrenergie tatsächlich. Ich habe festgestellt, ich kann mit dem Großschwert tatsächlich auch mal die ein oder andere Attacke blocken. Das war gar nicht so schlecht. Ich hab deutlich weniger. Vielleicht ist das ein Geheimnis. Voll geheim blocken. Ja, ich habe es bislang noch überhaupt nicht gemacht. Irgendwie neigt man nicht dazu, mit Waffen zu blocken. Grab doch nicht immer. A thousand year voyage guided by compassion. Diese miese Attacke sollte er sich schämen für. Falsche Taste, ich wollte heilen. Trottel, ich hab L1, ich bin so nervös, dass ich L1 gedrückt habe zum Heilen.
Das darf doch nicht wahr sein. Wieso mache ich denn jetzt solche Fehler, ey? Da hast du mal einen guten Try und dann verkackst du es mit sowas. Wie komme ich denn auf L1 heilen? Das ist doch nicht so krass. Symmetric Timber, versuch doch mal ein bisschen ruhiger zu sein. Alles klar. Danke für diesen sensationellen Tipp. Mit einer der besten, die ich bislang gekriegt habe. Geduld ist in solchen Kämpfen wichtig. Sag mal, was ist da los im Chat? Seid ihr jetzt hier macht ihr jetzt einen Mr. Miyagi oder was? Wie lange kennen wir uns schon? Geduld, sei mal ruhig. Was kommt als nächstes? Fluglich? Seht ihr immer noch Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland, dem hier versucht Ratschläge zu geben. Just saying. Och, der Grab schon wieder. Guided by compassion. Stagger doch! Das war volles Risiko, ich weiß, aber ich hatte gehofft, dass ich ihn stagger. Aber er braucht in der zweiten Phase, also nach dem ersten Stagger, braucht er einfach 4 oder 5. So krass, was der wegsteckt, ey. Ich weiß es aber jetzt, ich mache den Fehler nicht nochmal. Vielleicht noch 1 bis 5 Mal. Schlag! Boah! Das war gar nicht so schlecht, das gibt mir die Chance zu heilen.
Irgendwie mache ich nicht so richtig Progress, habe ich das Gefühl. In der zweiten Phase. Irgendwas muss ich an der Herangehensweise ändern. Drecksattacke, soll sich seine... Alter. Es gab kein einziges Fenster zum Heilen. Zur Seite rollen bei den Dingern. Er macht den immer lang. Warum check ich das nicht? Ich roll. Es ist so einfach aus Reflex, dass man nach hinten rollt. Zur Seite rollen. Double Claw hat er auch noch nicht gemacht. Oh, Scheiße! Ja, tschüss. Lord of the Old Order, let us go together. Toll. Kiss of Death.
Dagegen soll dieses eine Ding helfen? Das ist nicht sehr hilfreich. Dieses eine Ding? Welche Krone? Mikellas Krone, Mikellas Rune. Sagt mir Bescheid, wenn ihr Bescheid wisst. Nein, scheiße. Was steht der denn zum Rücken zu mir, Alter? Oh, so dumm, ey. Was ein Pech. Poor Monsieur, a thousand-year voyage guided by compassion. Was für eine miese Nummer war das denn? Ich lebe.
Ja, eben gerade habe ich einfach nur wegen der Rune überlebt. Das waren genau die extra HP, die ich gebraucht hatte tatsächlich. Leider habe ich kaum noch Rune Arcs. Du Lackbär. Oh, und der hat auch nicht getroffen. Du Pimmelbärchen, du kleiner Rotzlöffel. Alter, das ist einfach so eine abartige. Eine lächerliche Attacke einfach nur. Ich komme irgendwie nicht weiter. Es ist überhaupt, es gibt kein Zeitfenster, um irgendwas zu machen. Es prasseln Attacken auf dich nieder. Du bist nur am Dodgen oder Blocken oder... Es stellt sich noch nicht mal die Frage, ob ich heile oder angreife, weil ich für beides kein Fenster sehe. Es ist so krass einfach. Nein, Fehler. Ja.
Oh, ich konnte nicht wegrollen, Alter. Wenn du da in der Nähe bist, dann hält dich irgendwas. Auch wenn er dich noch nicht gegrabt hat. Krass. Das war mir auch neu. Nein. Das war schon besser, aber ich hätte vielleicht heilen sollen. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die. Manchmal gehe ich so bei der Energie, so doof sich's anhört, nach Gefühl. Irgendwie, weil in der Hektik ich keine Zeit habe, zu gucken, ob das Sinn macht. Und dieses Gefühl täuscht mich doch sehr häufig. Da war der Grab. Da war eine Panic Roll, man hat es ziemlich deutlich gesehen. Schon. Mann! Gibt's doch nicht. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das
der Grab du Pussy, ey. Grab him by the Pussy. Pussy grabbed me. Siehst du, das war der Side-Drop, sonst wäre ich tot gewesen. Ich schaff's nicht, der Scheiße auszuweichen und komm nicht in den Heal. Schade, das wäre spannend gewesen, ey. Wenn ich dem nicht gefangen hätte, dann hätte ich einen Heal gehabt, dann hätte ich einen Damage gehabt, vielleicht sogar einen Stagger. Oh, das war knapper. Manchmal ist es knapper, als es aussieht, weil er kurz vorm Stagger ist und da fehlt manchmal nicht mehr viel, aber okay. Progress, immerhin. Immerhin. Brauche ich jetzt auch mal ein bisschen was Motivierendes, dass man das Gefühl hat, durch die vielen Tries verbessert sich zumindest, auch wenn es nur im Prozentbereich ist, was. Scheiße. Pech. Hier, fang. Lol. Das ist halt die Scheiße, wenn er diese Kometenattacke direkt am Anfang macht. Mein Bild ist nicht so sehr darauf ausgerichtet, dass es möglichst lange in Phase 1 läuft, sondern Phase 1 durchtanken und dann Phase 2 irgendwie machen. Das ist so der Plan. Was? Oh, ich muss gleich mal aufs Klo, ey. Nein! Ach Mann! Oh, da war der Stagger, aber Phase 2 beendet den Stagger, wie lame. Aber den Fuß habe ich ihm noch gegeben, habt ihr gesehen? Oh, geil! Phase 2 Stagger! Aber er macht deutlich weniger Schaden in Phase 2. Wo ist er? Hä? Was ist jetzt? Alter, was geht ab? Leute? Nein, der Grab.
A thousand-year voyage guided by compassion. Wieso treffe ich nicht? Was? Nein! Ich habe 4-mal auf ihn geschlagen. Habt ihr es gesehen? Und die Schläge sind alle durch ihn durchgegangen. Was war das? Ich habe original durch ihn durchgeschlagen, ohne dass er Damage genommen hat. Was geht ab? Ey, vielleicht ist der Trick, dass man den Stagger mit in die zweite Phase nimmt oder so. Ey, was war denn das? Raff ich nicht. Scheiße, ey. Oh, das hätte... Ey, ich versag immer, wenn es kurz vor knapp ist. Ich weiß nicht warum, weil dann... fehlt mir die Mentalität oder so. Das ist ja auch der Grund, warum ich kein Profifußballer geworden bin. Die Skills waren da. Ah, die Mentalität. Ich wollte halt mit den Girls rummachen und nicht zum Fußballtraining. Was soll ich machen? Kann man mir vorwerfen, dass ich ein Casanova war? Ich weiß es nicht. Mann. Huch. Falsche Flask. Da war noch mal einer. Oh, er trifft mich. Er mich auch nicht. Da ist der Stagger. Was ist das für eine Attacke? Ich raff sie nicht. Lol. Was? Was? Ich hatte volle Energie, Alter. Ich weiß nicht, was das für eine Attacke ist. Er war weg. Ich bin tot. Okay. Nice. Immer wenn man denkt... Jetzt hat man ihn, holt er wieder eine neue Attacke raus. Alter, guckt euch meine Energie an.
Wie kann man dieser Combo entgehen? Ich kann es nicht glauben, ich hatte ihn. Nicht getroffen. Habt ihr gesehen? Der hat auch Iframes, der Boy. Oh, zu. Ich muss mal wirklich pinkeln, ich bin gleich wieder da. So. Jetzt wird's richtig geil. Ja, jetzt wird's richtig geil. Jetzt wird's geil, oder Leute? Wird's jetzt geil? Schreibt mal in den Chat, wenn's jetzt geil wird. Ich brauche euch jetzt auch. Ich brauche keine Ratschläge, ich brauche guten Zuspruch. Ich brauche Liebe. Ich bin jemand, der extrem über Liebe funktioniert. I'm a lover, not a fighter. Nein. Nerv doch nicht mehr.
Boah. Oh, was? Wie weit kann er diesen Grab machen? Du Sausack, ey. Naja, verzöger deine Scheißattacke ruhig. Mann! Wo kriegt man am schnellsten Rune Arcs her? Nur über Invasions, ne? Koop. Boah, jetzt habe ich den Chat gedrückt. Wisst ihr, was ich mache? Ich probiere mal die Wondrous Flask in der zweiten Phase. Das ist vielleicht dumm. Damage und so. LOL! Wie er es einfach zweimal macht hintereinander. Was geht ab? Radar, alles cool. Okay. Wow. Respekt. Okay. Vielleicht ist das eine gute Idee. Die Wondrous Flask, ich weiß zwar noch nicht genau wann, dann muss man das Timing abwarten. Aber vielleicht gibt uns das in der Phase 2 eine Edge, die wir brauchen. Der Stagger. Guckt mal, wie viel Energie ich habe, Leute. LOL. Bubble ist eh so schnell weg. Ist der Akku leer vom Pad? Oh. Tatsächlich. Ja, vollkommen recht. Guter Hinweis, Chat. Wir wissen alle, wie das ausgegangen wäre, oder? Vom letzten Hit. Der Controller geht nicht! Der Controller geht nicht!
Lag wahrscheinlich eher am Controller die ganze Zeit. Nein, ey. I promise you, a 1000-year voyage guided by compassion. Heilt sich einfach. Was ist denn das für ein scheiß Geräusch? Halt doch mal die Fresse da. Was ist denn das? Was ist das? Handy, halt doch mal die scheiß Schnauze. Niemand braucht jetzt ein Handy, Alter. Was wir brauchen hier, ist einfach mal ein bisschen Glück, Alter. Muss doch jetzt auch mal funktionieren. Was soll die Welt denn denken? Himmelbär, du Goofball. Mann! So eine Drecksattacke, ey. Eine Delayed Area of Effect. Das ist so. FromSoft, wie schlecht kann man denn ein Spiel künstlich in die Länge ziehen? Wirklich. Man macht alle Bosse davor easy. Kein Problem. Und beim letzten Boss braucht man 300 Versuche. Damit ihr sagen könnt, ja, der DLC dauert 250 Stunden.
Die Konzentration ist aber auch schwer. Was willst du da machen, ey? A thousand year voyage guided by compassion. Der war zum Beispiel ein Volltreffer einfach, der nicht gezählt hat. Saukimmel, ey. Blutfiends Arm habe ich sogar. Chat sagt, ich soll Blutfiends Arm nehmen. Na, ich weiß nicht, ob das besser ist. Weniger Reichweite, bisschen mehr Blut. Lions Claw drauf. Ja, dankeschön. Ich habe gar keinen Lions Claw drauf. Ich muss kurz. Sind die Buffs eigentlich krasser, wenn man das Siegel auf Max-Level hat? Wenn man mit dem Siegel Buffs macht? Also weil sie jetzt plus 9, wenn ich sie auf plus 10 habe, sind dann die Buffs stärker? Oder macht das keinen Unterschied? Das ist eigentlich völliger Quatsch, dass man das hochgelevelt hat.
das einen krassen Unterschied macht. Oh, mit drei? Nein, zu gierig. Aber ich hab Bock mit der Waffe zu spielen. Die ist ein Ticken schneller. Man kriegt vielleicht die ein oder andere Lion's Claw mehr durch. Vielleicht gar nicht so ein schlechter Tipp-Chat. Wieso braucht der weniger Stagger? Das hab ich. Das ist ja krass. Das ist ja fast ein Game Changer in diesem Feld. Da macht die Keule mehr Stagger Damage? Huh. Interesting. Zweite Phase, wie, wo, what? Macht halt weniger Schaden, ne?
Alter, wie viele Attacken, Mann? Es ist so übertrieben. Du musst doch auch mal irgendwann mal eine Pause lassen. Schwachsinniger Fight, ey. Dein schwachsinniger Fight. Oh, wie es nervt. Du bleibst hier, Junge.
Ja, Mann! Yeah! Oh, Jesus fucking Christ! Oh, fuck off! Oh. Alter. Oh, Jesus Christ. Oh, Leute. Ich zitter, ey, am ganzen Körper. Es war knapp, ey. Es war wirklich knapp. Am Ende bin ich auf... Entschuldigung. Voll Attacke. Ich habe gewusst, eine Lion's Claw killt ihn, aber wenn ich sie nicht durchkriege, heul ich. Oh, Jesus Christ. Oh, ver fucking fick, fuck, fick, ey. Entschuldigung, ich kann nicht anders als... Oh mein Gott. Ey, ich will nichts sagen, aber ich glaube, der Tipp mit der Keule, das war ja sensationell. Also das muss ich mir ja gleich selber nochmal angucken. Mit der einen Lion Claw habe ich ihn nochmal gestaggert. Wenn das kein Stagger gewesen wäre... Wäre es mein Tod gewesen. Aber es hat gestaggert. Wieso ist denn jetzt da der Chat verrutscht? Ey, warte mal. Er wollte gerade hoch, glaube ich, ne? Er wollte gerade hoch. Und ich habe ihn gerade noch erwischt mit der Lion's Claw und das hat ihn gestaggert. Stellt euch das vor, es hat ihn zum zweiten Mal gestaggert. Sonst wäre es das Ende gewesen, ey. Ja, es war der Meteor, den Meteor weggestaggert, ey. Ohne Scheiß. Es war die volle Offensivtaktik. Sie hat geklappt, es gibt sicherlich leichtere, bessere Taktiken, keine Ahnung. Aber das war die Taktik, die meinem Playstyle irgendwie noch am meisten entgegenkam. Aber der Trick ist halt echt, Leute, ich muss es nochmal sagen, warum auch immer die Keule wiegt 20, das Großschwert wiegt 23, aber die Keule macht mehr Stagger Damage. Ich sag euch, dieser Stagger, der mir gerade das Leben und den Kampf gerettet hat, der wäre mit dem Greatsword nicht geprockt. Warum auch immer. Warum auch immer. Leuchtet mir nicht so ganz ein, irgendwie gar kein Hinweis. Warum... das so ist. Vielleicht wegen der Blutattacke, wenn mit der irgendwie mit dem Blutdamage noch zusammenhängt oder so. Oh Jesus, Lord Jesus, ey. Und ein Glück hat er nicht noch eine dritte Phase. Junge. Junge, 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 Junge. Min Jung. Ein Level kann man hoch. Lol. Ja, ich meine mal gelesen zu haben, dass das Guts Greatsword auch in die gleiche Klasse
ist wie die Blunt Weapons, aber offensichtlich habe ich mich da geirrt. Was ist das hier? Promise dir einen Arschtritt. Jetzt kommt der richtige Endbosskampf, ne? Das würde mich nicht wundern. Radanovic kommt jetzt. Circlet of Light. The circlet of light which adorned Michaela's head as he returned in divine aspect. It has begun to fade into nothingness, slightly boosts intelligence, faith, arcane, while also boosting the power of Michaela's light. The circle was to be the very foundation on which Michaela's age of compassion would be built, should it ever come. Ja, okay. Hätte ich nicht gedacht, eine Waffe, die ich kaum gespielt habe, ist am Ende der Winner. Vielleicht wäre es auch mit der Keule gegangen. Mit meiner Lieblingswaffe. Ah, ich weiß es nicht. Das war echt der Unterschied. Wer weiß, wie viel schneller ich den gelegt hätte, wenn ich von Anfang an mit der Keule gespielt hätte und nicht mit dem Greatsword. Aber ey, ich hätte schwören können, Greatsword macht am meisten Stagger Damage. Ich war mir so sicher, muss mein komplettes Leben jetzt in... Hä? Hier kann man gar nicht hoch. Mein ganzes Leben muss ich hinterfragen. Mein Leben. Ihr habt natürlich recht, schneller als ein First Try geht auch wieder nicht. Also insofern auch egal. Ja, die Leute werden wieder in die Comments schreiben. Ja, Eddie, du machst immer nur alles First Try, weil du halt so krass bist. Aber ja, was soll ich machen? Soll ich mich nerven? Ihr nervt mich doch schon. Ja, hier ist nichts sonst, ne? Das ist, wie es ist. Was ist jetzt Phase hier in dem Spiel? Keine Credits, nix? Was ist hier los? Da liegt noch was, guck mal. Tjolje's Hidden Needle. Und hier liegt auch noch was. Wise Man's Mask. Ach, das ist Ansbach. Ja. Obsidian Laminia Furious Blade of Ansbach. Kriegt man hier noch voll die geilen Sachen. Was soll ich denn jetzt noch mit denen? Was liegt hier noch mehr irgendwie? Ja, doch nochmal gucken. Die hätte man auch sammeln können, ne? Ansbach und Co. Nee, hier ist nichts mehr. Ach ja, jetzt brauche ich natürlich Decks.
Das ist ja geil. Jetzt kriege ich die ganzen Dex-Waffen. Jetzt, wo ich umgeskillt habe, ne? Hä? Wieso sieht man... Ach, das ist das kleine Ding da an der Hand. Guck. Die kleine Nadel da. Schon eine richtig fiese Waffe eigentlich. Guck mal, man sieht die kaum. Causes eternal sleep. Also tot. Naja, haben wir noch die ganzen Waffen aus den letzten Kämpfen. Ich muss Dex wieder hoch machen, ey. Das ist doch Quatsch so. Concealed weapon used by Thiolier. Our design generally favored by poison wielders for dark and subtle purposes. Sentrina who blossomed in the deep purple and a rich poison secret. Constructed from countless solidified caterpillars in origin. Used one of Adaptation, other wicked. Silver Arena. Increasing Arcane 2. Hey Rudinov, du hast genau recht. Das ist das Robocop. USB, der Robocop USB-Stick. Serpent Flail. Euphoria habe ich ja auch noch. Gut, und jetzt muss ich jetzt, ach so, wir kriegen noch eine Waffe natürlich. Greatsword of Radahn, Lord, Light, hä? Light of Mikela. Welches davon habe ich denn? Lord Light? Warte mal. Nein, das ist was anderes. Das ist gut. Welches soll man denn jetzt nehmen, ey? Ach so, wir können ja die Remembrance einfach verdoppeln. Und alles nehmen. Müssen wir uns ja eigentlich gar nicht entscheiden. So, ganz einfach.
Wo ist das hier bei den Finger Runes irgendwo? Wo war denn hier dieses Ding? Hier irgendwo, ne? Ne, hier. Ist nicht hier irgendwo? Ich hab schon wieder vergessen. War das nicht hier? Weiter unten? Ich dachte, das wäre hier am Krater gewesen. Hier? Mann, wieso habe ich denn die Scheiße nicht markiert, ey? Im Nebel bei den vielen Händen. Nein? Hier sind überall viele Hände. Ach, come on! Gibt's nicht auch eins, wo man sich hinbeamen kann? Ich glaube, bei beiden Finger Runes war was. Wo war das denn hier? Ich habe schon wieder alles vergessen. Wo war das denn? Doch, ich weiß. Ich erinnere mich. An das hier erinnere ich mich. Das war nämlich hier. Sicher, irgendwo hier war das. Da. So. Haben wir die? Gibt's auch noch. Rüstung? Gibt's nix. Doch. Was? Young Lion's Greaves? Das ist es doch. Das ist das Radan-Set. Young Lion Set ist Radan Set.
So, wir poppen ein paar Seelen. Gate of Divinity heißt das. Ist das langsam. So, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten machen, bevor ich das Spiel für immer beende. Das werde ich natürlich nicht für immer beenden, aber erstmal auf Eis lege. Hier nochmal kurz umskillen. Is it thy wish? Now. Nein. Ja, Space Marines 2 will ich auf jeden Fall spielen. Habe ich Bock drauf. Ja. Wird wahrscheinlich eines der nächsten Spiele. Und Wukong will ich natürlich auch mal abchecken. Auch wenn ich da jetzt natürlich late to the party bin. Aber das sind alles Spiele, die auf meiner Liste stehen. Wo können wir denn mal geil testen? Kann man gut kämpfen hier. Wo sind gute Gegner? Dumme Gegner. Ach nee, die Waffen sind ja auch gar nicht hochgelevelt jetzt. Die eine Radarwaffe.
gut, ist jetzt nicht hochgelevelt, ne? Ich glaube, das macht schon gut Damage. Schon nicht schlecht, die Specials. Aber wird man es wirklich spielen? Levelt man die wirklich beide hoch, wenn du eh nur eine davon spielst? Und ich finde, die ist halt zu langsam. Dann kann ich nicht arbeiten. Was haben wir noch? Das hier. Causes Eternal Sleep. Build up. Wollen wir mal probieren. Also irgendwie triggert das nicht. Jetzt. Aber ganz schön viele Schläge, damit das prockt. So viele Treffer, damit das geprockt wird. Bis dahin ist doch jeder Gegner tot, wenn man es hochgelevelt hat. Das macht doch gar keinen Sinn, die Waffe, oder? Check ich was nicht. Vielleicht, wenn man es hochlevelt, dass es dann schneller prockt, weil so... Ich finde die Waffe nicht schlecht, die macht gut Damage, schlägt schnell zu, aber es ist natürlich irgendwo ein bisschen dumm. Zumindest werden die nicht mehr wach. Echt ganz lustig ist eigentlich. Dynastic Sickle Play. Trifft halt nicht mit dem Ding, ey.
Gimmickwaffe. Gimmickwaffe meiner Meinung nach. Nicht wirklich gebräuchlich. Weder für PvP noch für PvE. Ah, ich bin auch kein Sichelspieler. Ich war nie irgendwie Sichel. Ja, Sichel. Was haben wir noch? Geht schon ab, würde ich sagen. Die ist okay. Haben wir noch Leders Schwert? Ah. Der Needle Piercer. Ja, das war das, was das gleiche Moveset wie Milady hat. Schon ein ganz geiles Moveset, muss ich sagen. Avengers Blade. Ah, ein bisschen langer Build-up hier. Ist doch Schrott. Dann ist doch nicht besser als die anderen. Was haben wir noch? Leder hatten wir. Needle Piercer. Der Needle Piercer. Freya's Great Sword. Was war das? Das ist zu langsam einfach. Kann ich nichts mit anfangen. Obwohl, dieser Spin-Move ist nicht schlecht, aber... Nee. Nichts dabei bei den neuen Sachen für mich, außer Euphoria. Muss ich sagen. Ja, hier gut, die Karatefüße. Die sind bestimmt ganz nice, wenn man die hochlevelt. Aber die kamen zu spät im Spiel, finde ich jetzt. Also, da hat man die Handschuhe schon hochgelevelt. Will man dann nochmal die raren
Upgrades für Fußattacken. Nils, danke für den Raid. Achtung, Spoiler. Ich habe das Spiel durchgespielt. Das Spiel des Lebens. First Try, wie dir hier jeder bestätigen kann. Also überhaupt nicht, wie viel Uhr es ist, ehrlich gesagt. Um 8:30 geht Nils schon, macht Nils schon Feierabend. Das ist nicht der Nils Bohmhoff, den ich kenne. Wird heute Fußball gespielt wahrscheinlich, 20.30 Uhr. Der spielt bestimmt der HSV oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären, was hier vor sich geht. Um Punkt 20.30 Uhr werde ich von Nils geradet. Ah ja, da will jemand Frankreich-Belgien gucken. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. Achso, Nils hat um 14 Uhr angefangen. Na gut. Damit er Frankreich-Belgien gucken kann. Ja, Leute, wie ihr seht, ich trage die Rüstung meines Peinigers. Ihr seid late to the party. Ich bin jetzt Radan. Radan klingt auch wie so ein Putzmittel. Sag mal, hast du auch immer Probleme mit Kalkflecken an der Toilette? Ja, wieso? Ja, dann benutzt doch mal Radan. Radan? Ja, mit Radan. Seit ich Radan benutze, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Radan beseitigt Schmutz mit nur einem Wisch. Und jetzt neu, Radan Ultra, auch für Klamotten. Wie beendet man denn offiziell den DLC? Gar nicht, oder was? Ist es jetzt, es muss doch noch irgendwas, gibt's gar nichts, was man noch irgendwie jetzt machen kann, oder wie? Ich bin so ein bisschen, ich hänge hier gerade so ein bisschen in der Luft, ehrlich gesagt. Review or what? Ich kann auch zu St. Trina gehen? Guck mal, Tjollier liegt hier logischerweise nicht mehr. Oh, hier ist noch ein Item. St. Trina's Blossom. Lol, das war's? Wieso sind da ein Blatt? Stains. St. Trina's life withered and fell, as fleeting as the seasons. At her last, she left a single water lily. Slightly boosts max FP. Despite the velvety pearl hue, the flower is in no way poisonous. It merely blooms in quietude. Soll ich die mal benutzen? Ach, das ist gar kein
Verbrauchsgegenstand, das ist das Ding da dran, oder was? Das gar nicht nehmen. Tja. Ja, nun, ihr merkt schon, ich will mich nicht irgendwie so richtig trennen. Es ist so ein bisschen underwhelming nach diesem Kampf, dass irgendwie so, weiß ich nicht, einfach so ausfadet. Aber es gibt nichts mehr zu tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye, Julimo. Es ist vorbei. Hast du alle Feuertopfriesen erledigt? Leute, ich finde solche Fragen wirklich teilweise beleidigend. Wer meine Elden Ring Let's Plays gesehen hat, der darf sowas nicht fragen. Glaubst du wirklich, ich würde ein riesengroßes Feuermonster einfach leben lassen? Einfach so. Warum sollte ich irgendwas verschonen in dieser Welt? Es ist doch ganz klar, dass ich Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland wirklich alles zerstört habe in diesem Spiel, was man nur zerstören kann. Und zwar First Try. Ich könnte hier runterspringen in den Abgrund und der Abgrund würde sterben. Nun. Ja, ich habe nur 3 Monate gebraucht. Ich habe es genossen. Ich habe fast jede Waffe benutzt, die man findet im DLC. Es war ein Fest, Leute. Es war ein absolutes Fest. Und ich habe immer noch Upgrade-Steine für einige Waffen. Ich kann immer noch ein bisschen was maxen. Ich weiß noch nicht. Was? So viel gute Waffen in dem DLC. Feuerwerk, Leute.
Okay. Ey, ich muss mich jetzt trennen von diesem Spiel. Es ist jetzt zu Ende. Es gibt einfach nichts mehr zu tun. Es war schön. Ich liebe es so sehr. Ciao, Elden Ring. Mach's gut, Elden Ring, ey. Ciao. Es war schön mit dir. Ich werde dich vermissen. Ich liebe dich ein bisschen.